Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf meinem Kanal und wir spielen heute gegen Augsburg. Ja, Freunde, wir spielen heute gegen Augsburg und, ups, das wollte ich gar nicht. Ja, so. Wir spielen gegen Augsburg und da lassen wir mal den Dybala von Anfang an ran. Dybala spielt für... Ah, nee, machen wir doch nicht. Ginzek ist so ein starker Spieler, den können wir jetzt nicht einfach so rausnehmen ohne Grund. Die sind alle wieder fit. Ja, sind sie. Und damit spielen wir gegen Augsburg. So, die Trikots passen. Es ist der 22. November hier im Spiel. Das heißt, bald ist schon wieder Wintertransferperiode. Das wäre richtig cool. Da kann man sich ja auch Spieler umsonst holen, also ablösefrei. Denke, da werden wir auch mal gleich mal nach dem Spiel nochmal gucken, wenn ich es nicht vergesse, ob es da nicht den einen oder anderen Spieler gibt, der vielleicht ablösefrei zu uns wechseln könnte, der da gut ist, der da vielleicht Geld bringt, wenn man den danach wieder verkauft. Ist eigentlich eine ganz gute Taktik, das so zu machen. Aber jetzt sind wir erstmal im Spiel. Und wir hatten Anstoß, verlieren aber den Ball relativ schnell, nach 2 Minuten schon. Jetzt ist Augsburg im Ballbesitz. Wir holen uns den Ball aber wieder. Gentner macht das diesmal gut. Kostic kommt da nicht ganz vorbei. Jetzt Alexander Esswein. Kostic kommt dann nicht hin. Gegen Opare. Macht aber einen Fehlpass, wie er auch. Damit hat Augsburg wieder den Ball. Altintop jetzt. Okay, der Pass kommt an. Kommt Kostic dahin. Macht das richtig stark. Holt sich den Ball, ohne dass er da ins Aus geht. Maxim spielt da Guedes. Versucht zumindest. Ich denke, der Ball geht ins Aus. Oder auch nicht. Guedes immer noch im Ballbesitz. Spielt da auf Seredi. Der schießt einfach mal, schade. Guedes attackiert da. Jetzt Augsburg, Klavan. Opare gegen Kostic, der macht das gut und fair, ja, fair. Guedes versucht, schade eigentlich. Guedes sollte da geschickt werden. Jetzt Tobias Werner. Das ist wirklich Tobias Werner, nicht Timo. Ich vertausche die immer. Ginzek, Gentner, Seredi kommt nicht hin. Nach 15 Minuten sind wir die spielbestimmendere Mannschaft, finde ich. Wir sind da eigentlich die ganze Zeit nur in der Hälfte von Augsburg. Wieder ein Fehlpass von uns auch. Sunic kommt da nicht hin, Seredi. Attackiert da mal Max. Jetzt Werner. Werner kommt da viel zu einfach vorbei an Klein, an Sunic auch. Gentner attackiert da gar nicht richtig. Boah, schrecklich, was ist da los? Alexander Esswein bringt die Flanke, die war schlecht. Jetzt vielleicht eine Konterchance. Kostic auf Ginzek, der verliert den Ball da direkt wieder an Vollner. Kostic holt ihn sich wieder. Ginzek. Okay, war der Abseits. Ich hoffe nicht. Ach, Mano. Abseits. Gonzalo. Guedes. Weiter Freistoß. Gewinnen wir das Kopfballduell? Ja. Kommen da im Ballbesitz. Kostic wird geschickt von Seredi. Zieht mal in die Mitte. Kostic immer noch. Immer noch Kostic. Ginzek, Pfosten. Daniel Ginzek trifft da nur den Pfosten leider, nach einer guten Vorarbeit von Philipp Kostic. Jetzt Altintop auf Max. Der wird attackiert von Guedes. Der Ball geht dadurch ins Aus und Augsburg hat Einwurf. Okay, Werner. Feulner. Wir holen uns den Ball. Gentner auf Maxim. Seredi braucht zu lange, um den Ball da anzunehmen. Ginzek. Ginzek. Ach, Mann. Jetzt Werner.
macht einen weiten Pass auf Max, der kommt sogar an. Der kann den Ball aber nicht annehmen, deswegen jetzt nach einer halben Stunde haben wir den Einwurf. Maxim, Gentner, Guedes, Gonzalo Guedes auf Daniel Ginzek, Philipp Kostic. Ach Mann, schon wieder eine Chance, die wir da einfach so daneben schießen. Nach 35 Minuten hätten wir uns das 1:0 jetzt auf jeden Fall verdient. Bayer auf Altintop. Der verliert da den Ball gegen Sunic nicht. Eswein gegen Insua. Der Ball kommt dann nicht an. Jedwey kann klären. Gentner macht direkt einen Pass auf Ginzek. Der kann den Ball nicht annehmen, deswegen wieder Augsburg gefährlich weit vorne. Okay, der Schuss war schlecht. Deswegen haben wir jetzt Abstoß. Lengerek macht einen weiten Abschlag. Das heißt, Maxim kommt da nicht hin. Gegen Eswein, Maxim. Jetzt Insua auch viel zu einfach. Jedwey muss da hin. Gentner. Okay. Boah, Lengerek hält uns da im Spiel. Hält da kurz vor dem Tor. Jetzt die Ecke für Augsburg. Okay. Kostic kann da klären. Es gibt Einwurf für Augsburg. Werner macht den Einwurf. Macht ihn da auf Eswein. Jetzt Vollner. Kommt da viel zu einfach vorbei. Seredi kommt da nicht hin. Und es gibt die nächste Ecke, weil Jedwey da dazwischen war. Ecke. Okay, der Torwart forstet ihn weg. Und jetzt die Chance für... Wow, was war das? Guedes. Okay. Die Ecke war nicht so gut. Es ist Halbzeit und es steht 0:0 hier. Das Spiel sollten wir dann aber tatsächlich mal wieder gewinnen. Eigentlich hatten wir viel mehr Torchancen. Null Schüsse aufs Tor, das geht doch gar nicht. Wenn man sich das Spiel mal anguckt, das kann doch gar nicht sein. Wir hätten auf jeden Fall Schüsse aufs Tor. Egal. Augsburg mit dem Anstoß. Ginzek kommt dann nicht hin. Jetzt Guedes macht das stark. Gonzalo Guedes. Guedes jetzt auf Ginzek, der versucht da Kostic zu schicken, steht sowieso im Abseits. Okay, Opare jetzt auf Bayer. Insua. Kostic. Zeredi. Ginzek kommt nicht hin. Marvin Hitz, boah, traut sich da aber was. Insua jetzt auf Opare. Holt sich den Ball da fast wieder. Es gibt Einwurf für Augsburg. Schade. Gentner macht das gut. Sieht da Seredi. Wieder auf Gentner. Okay, der konnte da nichts machen. Da sind zu viele Leute gewesen und zu wenig Anspielstationen. Gut gemacht von Florian Klein. Okay, der Pass war nicht so schlecht eigentlich. Okay, der Torwart kommt da raus. Jedwey verliert da einfach mal das Kopfballduell. Jetzt Altintop gegen Sunic. Altintop kann sich da durchsetzen. Kommt die Flanke? Ja, sie kommt sogar ziemlich gefährlich und das ist das 1:0. Oh, wir stecken jetzt hier in einem heftigen Tief. Wir gehen mal jetzt sofort mal auf sehr offensiv. Ich möchte das Spiel hier eigentlich sogar gerne gewinnen. Jetzt liegen wir da auch hinten. Das ist überhaupt nicht gut. Ah, oh, Guedes kommt da nicht durch. Eswein. Pass zurück zu Opare. Klavan haut den Ball da weg. Haut den Ball da einfach ins Aus. Insua. Was war das von Gentner? Jetzt haben wir den Ball. Sunic. Spielt mal Kostic. Und der Ball kommt nur nicht mal an. So schwer war der jetzt auch nicht zu spielen. Klavan. Hong Yong Ho. Bayer. Daniel Bayer wieder zurück. Okay, Werner wird geschickt. Jetzt muss der Zoom jetzt hin, sonst kassieren wir hier noch das zweite Tor. Jedwey kann da klären, macht es aber schlecht. Lengerek muss da hin, hat den jetzt mal.
Okay, Langerak auf Kostic. Maxi macht das richtig stark. Guedes kann geschickt werden. Okay, macht das diesmal gut. Gonzalo Guedes sieht da Ginzek, aber der steht im Abseits. Ist das schade, ist das schade. Nach 70 Minuten haben wir noch keinen Ausgleich geschafft. Dann wird das hier richtig schwer mit dem Sieg. Jetzt muss das Tor fallen. Okay, wir kommen da nicht rechtzeitig hin. Insua auch nicht. Sunic auch nicht. Boah, und da kassieren wir fast noch das zweite Tor. Kann doch gar nicht sein. Gentner, vielleicht mal den Konter jetzt einfahren. Ginzek. Ginzek sieht da oben Seredi. Guter Pass. Seredi. Seredi, was macht er denn? Klein holt sich den Ball wieder. Es gibt keinen Freistoß für uns. Seredi kommt da nicht hin. Maxim auch nicht wirklich. 80. Minute jetzt gleich. Wir müssen jetzt mindestens das Tor machen, damit wir wenigstens einen Unentschieden schaffen. Oha, jetzt ist der da noch durch. Bobadilla, Raul Bobadilla. Legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. 80. Minute jetzt. Seredi. Kann der das nochmal schaffen? Maxim. Maxim sieht da unten Ginzek. Daniel Ginzek. Keine Chance. Keine Chance. Jetzt nochmal den Einwurf für uns. Gelbe Karte wird dann nochmal gezeigt. Insua auf Maxim. Maxim. Maxim, der kann doch schießen. Und der Schuss wird abgeblockt von unserem eigenen Spieler. Von Daniel Ginzek wird der Schuss da abgeblockt. Damit ist es, glaube ich, jetzt gelaufen. Wir verlieren hier auch das Spiel gegen Augsburg. Unglaublich schade. Jetzt Bayer kommt da nicht hin. Bobadilla. Okay, das wird wahrscheinlich eine unserer letzten Chancen sein. Und da machen wir einfach mal einen Fehlpass. Sunic, unnötiges Foul, ist dann natürlich sauer, aber das gibt die gelbe Karte. Unnötig, unnötig, unnötig. Ja, ich sag jetzt, das war's, das ist die 90. Minute, wir liegen 1-0 hinten, wir verlieren hier gegen Augsburg. Zu Hause in Stuttgart mit einem 1-0. Guter Ball von Insua, richtig stark. Buchowski. Jetzt Seredi. Kommt nicht hin. Jetzt ist es gelaufen. Wir verlieren hier 1-0. Wann pfeift er denn endlich ab? Der Schiedsrichter. Oder kassieren wir hier noch das 2-0? Ne, jetzt ist es vorbei. Wir verlieren hier 1-0 gegen Augsburg. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr unglücklich. Wirklich. Eigentlich finde ich, wir waren die bessere Mannschaft, hatten gerade in der ersten Halbzeit viel, viel mehr Chancen. Aber wenn man sie nicht reinmacht, ne, dann muss man sich auch nicht wundern. Wir sind jetzt nur noch auf dem 9. Platz, haben aber eigentlich noch... Ah, das ist nicht so ein weiter Abstand da. Die Tordifferenz von uns ist dann natürlich viel, viel schlechter geworden, dadurch, dass wir jetzt hier die ganze Zeit verlieren. Wir können aber nochmal trainieren. Wir trainieren die Baller. Was geben wir ihm denn? Das hier, Tempo-Dribbling. Dann darf der Guedes ruhig nochmal trainieren. Der kriegt El Rondo nochmal. Dann nochmal Guedes. Und der macht das hier. Durchsetzen. Dann Jedwai nochmal. Darf auch nochmal El Rondo machen. Und zum Abschluss nochmal unser Jugendspieler. Macht auch El Rondo so. Schade, schade, dass wir hier verlieren. Unser Jugendspieler hat eine F. Alle anderen entwickeln sich da ziemlich gut. Guedes ist da kurz vor einer 75. Das nächste Spiel ist auch noch gegen Dortmund. Wir sind so schlecht in Form und dann ist das nächste Spiel auch noch gegen Dortmund. Gegen den Ex-Club von Langerak. Aber ich wollte nochmal gucken auf der Transferliste. Spieler, die
den Vertrag nicht mehr lange haben. Der sollte nicht zu alt sein, sollte nicht so über 30 sein, sonst wird das gar nichts mehr mit dem. Oder sagen wir mal 29. Position ist egal. Transferstatus. Tja, wie gibt man das überhaupt ein? Schade. Ich weiß das jetzt gar nicht gerade. Ah, hier rüber, glaube ich. Ja, wir heuern jetzt mal einen Scout an. Wir nehmen... Oder haben wir... Wir haben auch welche. Wir haben ja noch welche, genau. Wir nehmen ihn hier. Wir müssen den irgendwie Scout managen. Okay, Scout zurückrufen. Jetzt holen wir den zurück und dann in der nächsten Folge werden wir den dann anheuern. Nach dem Spiel gegen Dortmund. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.